herzlich willkommen. Viele von euch essen in der Adventszeit gerne Lebkuchen. Die Herstellung ist allerdings etwas aufwendig. Die Variante wären die Lebkuchenwürfel, die in der Herstellung sehr viel schneller und einfacher sind. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ich verwende dazu folgende Zutaten: 150 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, 2 Esslöffel Honig, je 50 Gramm Zitronat, Orangeat und Rosinen. Die habe ich schon mit dem Mixer klein gehackt. Man kann es aber auch mit einem scharfen Messer machen. Ein Teelöffel Zimt, ein halber Teelöffel Nelken und ein Teelöffel Lebkuchengewürz habe ich hier schon vermischt. 250 Gramm Glühwein oder Milch, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 350 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Jetzt zur Zubereitung. Zuerst gebe ich die Butter den Zucker und Vanillezucker in die Rührschüssel und lasse es zu einer Schaummasse verrühren. Ab und zu die Butter lösen, die sich am Rand hochdrückt, die Gewürze und 2 Esslöffel Honig zugeben. Und nun die Eier nach und nach zugeben. Nun die Früchte zur Schaummasse geben und ebenfalls gut verrühren. Nun gebe ich den Glühwein zu. Zum Schluss gebe ich die Nüsse dazu, das Mehl. Backpulver habe ich schon zugegeben. Das Mehl nur so lange unterrühren, bis ein gleichmäßiger Teig entstanden ist. Nicht zu lange, sonst wird es zu zäh. Unser Teig ist fertig und er sollte schwer reißend vom Teigschaber fallen. Ich verteile jetzt den fertigen Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und verstreiche ihn gleichmäßig. Wer keine Winkelpalette hat, kann auch einen Tortenheber verwenden. Das funktioniert ganz prima. Jetzt ist alles gleichmäßig verstrichen. Die Backzeit beträgt jetzt ca. 20 Minuten bei 160 Grad Umluft. Der Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Vor dem Schneiden lasse ich ihn noch etwas abkühlen. Zum Schneiden ziehe ich ihn auf eine schnittfeste Unterlage. Jetzt entferne ich das Backpapier, indem ich es nach unten knicke und unter dem Kuchen durchziehe.
Zum Schneiden in kleine Würfel eignet sich am besten ein Sägemesser oder auch ein Pizzaschneider. Ich nehme heute das Sägemesser. Den Kuchen schneide ich in 3x3 cm große Würfel. Und wer seinem Augenmaß nicht ganz traut, der kann natürlich auch ein Lineal zur Hand nehmen. Die Würfel, die nicht dem Maß entsprechen, die werden natürlich gleich aufgegessen. Für die Deko verwende ich noch 1 bis 2 Esslöffel Puderzucker. Und wer es ganz süß oder schokoladig haben möchte, kann natürlich einen Puderzuckerguss verwenden oder einen Schokoladenguss. Das Blech ergab 120 Würfel. Und auf dem Kaffeetisch serviert, sehen sie doch ganz hübsch aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Die Lebkuchenwürfel gehen ganz schnell und passen wunderbar in die Weihnachtszeit. Ich gehe jetzt zum Naschen. Tschüss und bis bald.